Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wie ihr seht, nehme ich euch heute mal so ein bisschen raus in die Natur. Dieses Video, wie ihr schon in der Überschrift gelesen habt, ist ein Praxistest, einer meiner beliebten Praxistests über meine DJI Mavic, die ich jetzt 2 Jahre lang habe. Und in diesem Video möchte ich ganz kurz oder auch vielleicht wie immer ein bisschen länger mal darüber ein bisschen philosophieren und euch zeigen, welche Erfahrungen ich die 2 Jahre lang gemacht habe, was ihr vielleicht in der Praxis beachten müsstet. Und vor allen Dingen, deswegen bin ich hier draußen mit euch unterwegs, ich habe sie in meinem Rucksack drin, möchte ich euch mal zeigen, wenn ich halt so rausgehe und einfach mal just for fun ein bisschen fliegen möchte in der Natur bei diesem wunderschönen Wetter, wie ich das mache. Das heißt also, wie die DJI Mavic eingepackt ist, wie ich sie anschließe und wie ich sie starten lasse. Und dann werden wir hier ein bisschen rumfliegen. Wir haben hier, ich drehe mich mal kurz, hier ein sehr schönes Feld. Wenn man so ein bisschen sich auslassen will mit dem Fliegen, das heißt ein bisschen schneller, ein bisschen höher und ein bisschen weiter, ist es natürlich immer gut, wenn man so ein bisschen in die Natur geht, wo man keine Leute stört, wo möglichst keine Leute mit Hunden sind. Da habe ich so 1 oder 2 Plätzchen gefunden, wie diese hier zum Beispiel, wo ich auch von zu Hause aus zu Fuß hingehen kann. Und ja, das würde ich sagen, machen wir mal zusammen. Vielleicht wird der ein oder andere jetzt noch sagen, DJI Mavic Pro ist doch alt, gibt es doch mittlerweile neue Modelle. Ja, aber das heißt ja nicht, dass die alten Modelle nichts mehr wert sind und dass man mit den alten Modellen keinen Spaß haben kann. Es gibt ja jetzt mittlerweile die DJI Mavic Zoom mit dieser tollen Hasselblatt-Kamera und die DJI Mavic Pro 2. Natürlich können die ein bisschen mehr, sind vielleicht ein bisschen leistungsfähiger, aber wie gesagt, es heißt ja nicht, dass die DJI Mavic dadurch nichts mehr wert ist. Ich habe damit eine Menge Spaß, ich habe 2 davon. Ihr wisst, dass ich auch das Ganze gewerblich ein bisschen mache. Das heißt, Hochzeitsfeiern, Firmenpräsentationen und so weiter werden damit gemacht. Ich habe mal mehrere Feuerwehren begleitet, ganz interessante Bilder gemacht. Die würde ich euch einfach nicht mehr in diesem Video zeigen. Da habe ich einige Videos auf meinem Kanal eingestellt. Da würde ich einfach vorschlagen, guckt euch die Playlist an, den Link zur Playlist DJI Mavic, welche Projekte ich damit gemacht habe und was man damit alles Schönes und Tolles machen kann, auch im semi-professionellen Bereich. Das verlinke ich euch einfach, aber ein paar Bilder von heute, ein paar aktuelle Bilder vom Fliegen, die werde ich euch auf jeden Fall gerne zeigen. So, den Rucksack, den ich hier habe, den habe ich euch auch in den anderen Tests schon 1 oder 2 Mal vorgestellt. Der ist von der Firma Mantona. Der hat den Vorteil, der ist hinten, ist der nicht zum Öffnen. Das heißt also, Leute, die teure Sachen in den Rucksäcken haben, haben hier die Möglichkeit, damit rumzulaufen. Und selbst im Gedränge kann einem hinten keiner was aufmachen, weil, um den aufzumachen, müsst ihr ihn umdrehen. Und hier geht er zum Öffnen. Das heißt also, das ist schon mal ganz praktisch. Und hier habe ich dann meine DJI Mavic drin. Hier vorne ist noch ein großes Fach, da sind noch so ein paar andere Sachen drin, wenn mal irgendwie was Grobes kaputt geht, Propeller zum Beispiel, das kann ja immer mal sein, 1, 2 Tücher, wenn man mal irgendwas nicht findet, die Bedienungsanleitung kopiert, das habe ich immer drin, habe ich aber bisher noch nicht gebraucht, also es passt sehr, sehr viel rein. Und dann habe ich hier diese kleine Tasche, die würde im Prinzip dann schon reichen, um mit der DJI Mavic unterwegs zu sein. Aber das ist halt nicht so bequem, weil mit dem Rucksack geht es eigentlich besser. Hier haben wir einmal einen Reißverschluss rundherum und so sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich habe hier 2 Akkus drin, das dritte Akku ist hier drauf, dann haben wir hier die Fernbedienung und hier das Handy. Ich benutze nicht mehr das Handy, das ich habe, sondern ich habe hier mein ZTE Axon 7 behalten. Ich habe ja ein Redmi Note 8 Pro. Das habe ich aber behalten, weil ich hiermit fliege. Der Vorteil ist, wenn ihr hiermit fliegt, müsst ihr nicht andauernd ein Update machen. Viele haben das Problem, denken, super Wetter, jetzt gehe ich mal nach draußen und dann schließen sie alles an, wollen losfliegen und dann wird ein Update gemacht. Und dieses Update, das kann dann schon mal 20, 30 Minuten dauern und es frisst euch sämtliche Batterien leer. Also auch Achtung da, das ist schon vielen passiert, kann man auch viele Filme bei YouTube sehen, die dann geflucht haben. Also deswegen benutze ich ein
mein Handy, das gar nicht, hier ist gar keine Karte drin. Das heißt, ich kann das gar nicht über Funk verbinden, also kann es auch kein Update sich holen. Natürlich müsst ihr sehen, dass ihr die Updates immer wieder neu macht, aber ich will das nicht jetzt, wenn ich fliege. Deswegen hier extra nochmal ein Handy mit drin. Außerdem ist die Akkuleistung von dem Ding einfach nur super. So, die Mavic habe ich hier drin. Ich habe hier ein Selfmade-Gummi drum gemacht, um die Propeller, damit die Propeller beim Reintun irgendwie jetzt nicht irgendwo hängen bleiben oder so. Das zeige ich euch gleich beim Einpacken auch nochmal. Also da reicht so ein ganz normaler. Es gibt so spezielle Sachen, aber das ist ein ganz normaler Gummi. So, DJI Mavic, klar, wir klappen alles einmal nach vorne, einmal nach hinten auf. Die Flügelchen mache ich immer so ein bisschen auseinander. Ich habe hier drauf, das können vielleicht Leute, die sich ein bisschen auskennen, sehen, mit den goldenen Spitzen sind das die Low-Noise-Propeller. Die sind um einiges leiser, aber auch da habe ich extra einen Film drüber gemacht. Guckt euch das da dann nochmal an. Ich kann jetzt testen. Ich drücke jetzt hier einmal drauf und sehe, hier habe ich jetzt vier Leuchten. Das heißt also, die Akkus habe ich logischerweise alle vollgeladen, damit ich auch Spaß genug habe. Hier an der Seite ist die Karte drin. Das heißt, ich habe hier benutze ich in der Regel 32, hier ist eine 32 GB Karte drin, eine etwas schnellere, weil ich hier in 2K aufnehme. Ich nehme nicht in 4K auf, aber auch nicht in Full HD. Das könnt ihr dem Gerät ja sagen, was ihr aufnehmen wollt. 2K ist von der Qualität für meine Bedürfnisse absolut ausreichend, das reicht aus. Und die ist dann halt auch ein bisschen schneller, also da solltet ihr nicht sparen, die ganz billigen SD-Karten holen, Micro-SD-Karten, sondern die mittlere oder die ganz schnell. So, dann haben wir hier ganz wichtig, das müsst ihr natürlich immer machen, hier das Ganze rausnehmen. Hier ist noch so eine Sicherung. Viele Leute haben am Anfang da Probleme mit, aber das könnt ihr relativ rustikal, natürlich vorsichtig, aber das muss man nicht mit der Zange anpacken, beziehungsweise mit der Kneifzange. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das heißt, jetzt, wenn ihr das jetzt weg habt, solltet ihr die nicht irgendwo hinlegen, wo ihr da dann jetzt praktisch die, das ist dieses Drei-Wege-Gimbal, das ist ein bisschen empfindlich. Und da solltet ihr ein bisschen vorsichtig mit sein, wenn ihr die jetzt irgendwo hinlegt. Darum habe ich dieses kleine Teil hier. Das heißt also, ich lege die jetzt einfach hier ab, da kann nichts passieren. So, dann hole ich mir die Fernbedienung raus. Fernbedienung ist relativ simpel, werdet ihr kennen. Einmal aufklappen. Ich habe jetzt hier einen USB-C drin, weil mein Axon 7 hier auch einen USB-C-Anschluss hat. Das heißt, das machen wir jetzt mal so. Da unten stecke ich das rein. Dann wird das hier eingeklemmt. Einmal so. Dann mache ich das an. Dann habe ich hier meine... Wo habe ich sie? DJI Go 4. Das heißt, die mache ich jetzt einfach nur an. Und wie gesagt, das Handy ist jetzt nicht mit dem Funk verbunden. Und ich kann sofort anfangen zu fliegen. Das heißt also, hier habe ich die Möglichkeit... Klar, es ist noch nicht verbunden. Jetzt sagt er mir auch nochmal, das könnt ihr hier sehr schön sehen, was ich jetzt machen muss und so weiter, aber die Maschine ist ja schon fertig. So, dann drücke ich hier zweimal drauf. Connected, der schöne Ton. Das heißt, jetzt sucht er die Drohne und bei der Drohne mache ich es so, da muss ich jetzt auch zweimal drauf drücken. Eins, zwei, also ein bisschen halten. Jetzt sagt er auch was. So, jetzt verbinden. Genau, jetzt verbinden sich die beiden Sachen miteinander. So, ihr seht jetzt hier, dass hier hinten das Licht grün leuchtet. Das heißt, also das ist das Zeichen, sie ist startklar. Von der Startposition her, das geht hier. Ihr solltet halt nur natürlich sehen, dass die Propeller nicht irgendwo jetzt hier dran kommen. Sonst könnt ihr euch die Propeller beschädigen oder auch die Motoren. Aber ein bisschen glatte Fläche findet ihr letztendlich immer. Da müsst ihr euch den Startplatz aussuchen. So sieht es jetzt hier aus. Das heißt also, hier habe ich jetzt, da ist der Finger, da kann ich jetzt sehen, was die Kamera aufnimmt. Das zeigt er mir schon an. Und dann lasse ich sie einfach mal steigen. Das mache ich jetzt mal so, damit ihr mich weiterhin seht. Das heißt also, jetzt ich ziehe, man kann einmal das hier machen mit einem Landepunkt, aber das mache ich schon länger nicht mehr. Das heißt, ihr zieht einfach diese beiden Knüppel nach innen, dann geht sie an. Und jetzt macht ihr einfach nichts anderes, wie einmal hier drauf tippen. Und dann könnt ihr sie langsam steuern. Ihr seht, wie schön die... Wahrscheinlich hört ihr jetzt nichts mehr. Wie schön man sie steuern kann. Also wirklich belästigt. Ich meine, hier draußen ist es egal. Drinnen ist es natürlich wichtiger.
Ich lasse ihn mal direkt an die Kamera dran fliegen. Das wird natürlich ein bisschen laut werden. Trotz Low Noise. Ausrichtet. Also, und das Witzige ist halt, seitdem ich ihren Maul verpasst habe und Augen, es sieht halt immer so aus, als würde sie einen angucken. Und jetzt ist sie sauer auf mich, weil ich sie in den Weizen reingesemmelt habe. Aber da machen wir jetzt wieder. Das Teil ist so schnell, wenn ihr das sehen könntet, wie schnell die raufgeht, wie schnell die steigt. Und wie schnell die auch ist, wenn man ihr sagt, ich habe jetzt natürlich das Ganze im Sportmodus laufen. Da sind alle Sicherheitsfeatures ausgeschaltet und hier ist das Maximal an Geschwindigkeit drin. Das ist klar, da müsstet ihr schon ein bisschen einmal Platz haben und ihr müsst so ein bisschen das Teil schon im kennen. Aber ihr habt selber gesehen, jetzt bin ich extra für die Kamera ein bisschen tief geflogen. Ihr seht ja die roten LEDs, die kann man auch ausschalten. Ich würde aber jedem raten, die nicht auszuschalten. Weil wenn ihr mit dem Teil weiter wegfliegt, ist das eine sehr schöne Orientierung. In dem Moment, wo ihr die zwei LEDs seht, wisst ihr, sie guckt euch an. Also dann wisst ihr, wenn sie jetzt weg ist oder zum Beispiel, wenn sie jetzt im Himmel ist, ist es kein Problem, da seht ihr sie. Aber wenn ihr jetzt im Hintergrund habt und sie ist 2 Kilometer von euch weg, dann habt ihr ohne die Positionslampen wirklich schlechte Karten zu wissen, wie ist sie denn gerade ausgerichtet. Das als Tipp, also immer diese Positionslampen, diese roten, entsprechend immer anlassen. Jetzt guckt euch an, wie schnell die beschleunigt. Das ist der Hammer. Ich weiß nicht, ob das auf den Bildern so rüberkommt. Oh, jetzt kommen wir wieder zurück. Natürlich kann man mit der Drohne auch hochfliegen. Aber, und zack. Sind wir 23 Minuten geflogen und wie ihr seht, hat das Teil immer noch im ersten Akku genug Saft. Das heißt also, ich komme in der Regel circa 25 Minuten, zweimal draufdrücken und das Ding ist aus. Jetzt habt ihr gesehen, jetzt ist sie hier natürlich, hier ist ein bisschen am Landeplatz ein bisschen staubig. Ich würde euch immer vorschlagen, darum habe ich immer ein Mikrofasertuch da, vorsichtig wieder hier dran, also nicht fest hier dran kommen. Ich würde einfach vorschlagen, hier seht ihr auch jetzt zum Beispiel auf der Linse ein paar Sachen drauf, die würde ich natürlich direkt sauber machen. Zu Hause gucke ich mir das aber immer noch mal genauer an und ich lege sie mir eigentlich immer dann so irgendwo hin, um die Sicherung einzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es sehen kann, ist ein bisschen Fummelskram, aber das ist eigentlich relativ schnell erledigt und dann haben wir hier die Sicherung auch noch mal. Dann hier einpacken. Das Ganze ist so stabil, also wenn ihr da jetzt nicht mit brachialer Gewalt rangeht, kriegt ihr hiervon nichts kaputt. So, und dann nochmal, wie gesagt, ich tue hier immer so einen kleinen losen Gummi drum, damit die Flügel da bleiben und jetzt beim Reintun sich nicht nach vorne klappen, weil dann kann es sein, dass man was umknickt. Wie gesagt, sauber machen nochmal. Die zwei Akkus haben wir jetzt gar nicht gebraucht.
Auch hier machen wir jetzt das Ganze aus. Zweimal draufdrücken. Shutdown, das heißt, also jetzt geht er runter. Das Wort Shutdown kennt ja mittlerweile jeder. So, das brauchen wir auch nicht mehr. Dann können wir das rausnehmen. Hier das Kabel wieder raus. Einmal zuklappen, zuklappen. Das Ding ist so easy, einfach. Wie gesagt, zu Hause nochmal den Staub ein bisschen wegmachen. Manchmal sind noch ein paar Blätter dabei, wenn man im Herbst unterwegs ist. Handy wieder hier rein. Das ist eigentlich eine recht praktische Geschichte. Hier habe ich im Übrigen auch noch mal ein paar Sachen drin. Ladegerät fürs Auto, dann noch mal eine Ersatz-SD-Karte. Es kann ja immer mal sein, dass ihr irgendwas Tolles aufnehmen wollt und habt keinen Platz mehr drauf oder die SD-Karte ist vielleicht auch kaputt. Ganz wichtig hier, Versicherungsnachweis über das Bestehen einer Haftpflichtversicherung. Hier stehen beide Nummern meiner Mavics drauf. Das solltet ihr immer dabei haben. Haftpflichtversicherung müsst ihr haben. Und kostet pro Gerät für mich zumindest hier bei dieser Versicherung so um die 110, 120 Euro im Jahr. Geht also, solltet ihr auf jeden Fall entsprechend haben. So, das Ganze dann einfach einmal zuklappen und dann wieder in den Rucksack rein. Und das war's. Ja. Jetzt habe ich die DJI Mavic, die erste habe ich schon seit 3 Jahren. Diese hier, die ich jetzt heute getestet habe für euch, beziehungsweise mit der ich heute geflogen bin, habe ich schon 2 Jahre. Ich bin schon so viel damit unterwegs gewesen, Indoor, Outdoor, und habe wirklich einige Projekte damit gemacht. Und es macht immer wieder einen riesen Spaß, mit dem Ding zu fliegen, sich da ein bisschen auszulassen. Es ist klar, wenn man so viel damit auch gearbeitet hat, kennt man sich natürlich sehr gut damit aus und hat natürlich keine Probleme mehr, wenn mal irgendwie was passiert. Am Anfang war ich so nervös, oh, hoffentlich passiert nichts, hoffentlich stürzt sie nicht ab. Aber es passiert nahezu, da muss man sich schon so dämlich anstellen, weil das Ding wirklich sehr einfach ist. Also insofern, da muss man sich keine Gedanken machen, auch als blutiger Anfänger nicht. Und es macht einfach einen Riesenspaß. Die Bilder habt ihr jetzt ja gesehen, die waren jetzt live. Und ich kann einfach nur sagen, der Vorteil der DJI Mavic Pro, des alten Modells in Anführungsstrichen, ist einfach der, ihr kriegt sie super günstig. Das heißt also, neu kriegt ihr sie günstig. Es gibt ja auch noch diese Platinum Edition. Das ist im Prinzip die DJI Mavic Pro. Die gibt es um die 1000 Euro. Gebraucht kriegt ihr die für 400, 500. Da würde ich aber, wenn ihr gebraucht kauft, würde ich auf jeden Fall damit einen Probeflug machen. Ob die noch gerade, guckt einfach, ob sie gerade in der Luft steht, ob sie gerade nach vorne, nach hinten fliegt. Damit ihr sicher seid, dass die jetzt keinen Crash gehabt hat und dass sie irgendwie ein bisschen schief durch die Gegend fliegt. Das gibt es leider schon mal. Aber auch gebraucht, wenn ihr die fliegen könnt, vor Ort ausprobieren könnt, ist das auch ein guter Tipp. Und wie gesagt, ansonsten, die anderen Geräte sind ja 500, 600, 700 Euro teurer. Muss jeder für sich selber sehen. Ihr wisst ja, in meinem Kanal heißt es immer, sehr gute Sachen für sehr wenig Geld, also Schnäppchen. Und ich würde sagen, die DJI Mavic Pro der ersten Generation ist auf jeden Fall ein Schnäppchen. Und ob es jetzt eine Zoom oder eine Pro 2 sein muss, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ich behalte meine beiden Mavic Pros im Moment auf jeden Fall, weil das, was ich damit mache, selbst im semi-professionellen Bereich, reicht allemal aus. Also die Leistungen und die Aufnahmen, die Qualität der Aufnahmen, das hat ja nicht nur mit dem Gerät zu tun, sondern auch mit demjenigen, der sie steuert. Das heißt, je mehr ihr euch mit dem Gerät beschäftigt, desto besser könnt ihr das, was das Gerät kann, auch ausnutzen. Und das macht eben einen Riesenspaß, mit dem Teil so ein bisschen zu wachsen, dass man sagt, ich brauche nicht andauernd die neueste, geilste und aktuellste Version, sondern ich gebe mir Mühe und sage einfach, da hole ich noch mehr raus. Das kann man damit machen, das kann man damit machen. Und da ist die DJI Mavic Pro allemal ein absolutes Top-Drohne. Und da kann man eine ganze Menge netter Sachen mitmachen. Das soll es gewesen sein. DJI Mavic Pro 2 Jahres Praxistest. Ich hoffe, der Film hat euch Spaß gemacht, die Aufnahmen, die ich für euch gemacht habe. Wie gesagt, schaut mal unter das Video drunter. Da verlinke ich euch die Playlist zu den ganzen Projekten, die ich gemacht habe. Da habe ich kurze Aufnahmen, die schönsten Aufnahmen dann eingestellt. Da sind wirklich schöne Sachen dabei. Und guckt euch die einfach mal an. Und dann würde ich einfach sagen, ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, wenn ihr Drohnen fliegt, schreibt einfach mal drunter, welche Drohne ihr habt, welche Erfahrungen ihr bisher gemacht habt. Und dann würde ich einfach sagen, gebt mir einen Daumen hoch. Empfiehlt gerne meinen Kanal
und abonniert gerne meinen Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Jetzt geht langsam die Sonne unter. Perfekter kann es nicht sein. Mach's gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.